Servus Leute, ja, einmal mehr bin ich am Bahnhof und mache mich jetzt auf nach Frankfurt zur Buchmesse. Und da nehme ich euch jetzt mit. Mal gucken, was das heute so gibt. Lasst euch überraschen. Ja Leute, hier könnt ihr gerade sehen, wie einer der wohl größten Bestseller-Autoren der Welt interviewt wird. Hinter der Kamera, da sitzt nämlich Ken Follett. Weißt du das? Ja, der gute Mann wird gerade interviewt. Ja. Und es ist gar nicht so viel los hier, weil wird gerade kein so ein großer Aufriss gemacht. Deswegen ist der gute Herr recht ungestört bei seinem Interview. Ja. Wisst ihr, was heute, ihr habt ja gerade gesehen, dass da hinten hinter der Kamera Ken Follett und so, so Bestseller, Weltautor und so, aber noch viel cooler, ich habe richtig liebe Menschen gleich auch hier noch getroffen. Ja. Das ist jetzt viel, viel cooler, als dass jetzt da hinten Ken Follett sitzt, also ja, den sieht man so oft. So oft Ken Follett. Ach, ja. Überall. Ja. Ist ja. Ganz so geschickt. Ja, aber du ziehst ja nicht so eine Masse aus. Ja, doch, ich schon. Ja, ich von ihm gelesen, aber er kann ja nicht hingehen. Schade. Denkt ja auch an meine Kamera. Oh, das ist so aufregend. Schön.
Leute, wie ihr seht, am coolsten lässt es wie immer Random House hier ausklingen. Aber die coolste Verlagsgruppe von allen. So, hier. Und ich glaube auch mit am allergrößten Stand hier auf der Messe, mit Abstand. Denn hinter mir Random House, hier hinter mir Random House, alles hier ringsrum. Und es ist doch schon ganz schön heftig. Ja. Bücher ohne Ende.